Wasserspringen ist eine Symbiose aus Kraft, Schnelligkeit und sportlicher Eleganz. Alljährlich treten im Dezember die besten Wasserspringer an, um sich bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften und dem DSV Kür-Pokal zu messen. Alle Wettkämpfe, die man macht, sind wichtig, die bringen Erfahrung, auch wenn man da jetzt nicht die Bestleistung bringt. Also aus Fehlern lernt man immer und je mehr Wettkämpfe man wirklich hat, umso besser ist es. 10 Vereine mit insgesamt 65 Sportlern treten gegeneinander an. Berlin, Aachen und Leipzig stellen die meisten Athleten. Aus verschiedenen Höhen gibt es spektakuläres Kunst-, Turm- und Synchronspringen zu bestaunen. Mit dabei ist auch die zweifache deutsche Meisterin Friederike Freier. Mein Ziel ist natürlich jetzt, an Olympia ranzukämpfen, die nächsten 4 Jahre stark zu nutzen und mich jetzt auch im deutschen Team nochmal zu beweisen, sodass ich immer unter den ersten 2 möglich bin, sodass ich auch die Qualifikationskriterien erreichen kann, um dann zur Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und Olympiade zu fahren. Bei den Wettkämpfen werden Salti und Schrauben am Fließband geboten, ob vom Turm oder vom Brett. Die Vereine wollen durch sportliche Erfolge ihre guten Leistungen im Nachwuchsbereich bestätigen. Ein tolles Beispiel ist der SV Neptun Aachen, der sich über Jahrzehnte zu einem DSV-Nachwuchsstützpunkt und Landesleistungszentrum in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat. Im Turm-Synchronspringen gewinnen für Aachen Julia Denk und Jennifer Mark. Ist auch eine große Chance für uns, auch mal den größeren Schuh zu zeigen, was wir alles können und dass wir auch tolle Sprünge können und wir auch da ins Wasser bekommen. Die Sportler der gastgebenden Mannschaft des Berliner TSC dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Sie treten mit 13 Sportlern an und stellen somit die meisten Teilnehmer. 2 davon sind Lars Rüdiger und Friedjof Seidel, die bereits seit ihrem 6. Lebensjahr im Wasserspringen aktiv sind. Das Springen vor heimischer Kulisse ist für alle etwas Besonderes und die Sportler haben ein großes Ziel vor Augen. Ich habe mich heute sehr fit gefühlt, bin konstant gesprungen. Ja, hat sich einfach gut angefühlt heute. Also dieses Jahr erstmal zur EM und zur WM fahren. Dann im August ist die Universiade und es ist erstmal das große Ziel für mich, dorthin zu kommen. Also man kann sagen, ich möchte unbedingt in der Weltspitze mitwirken, das Feld ein bisschen bestimmen und auch eventuell neue Sprünge etablieren. Das wäre schon auf jeden Fall wunderbar. Und als großes Ziel, wie ich behaupte, jeder Sportler, würde ich gerne zu den Olympischen Spielen fahren. Den Gesamtsieg bei den deutschen Meisterschaften sichert sich sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern der Gastgeber, der Berliner TSC.